Gastgeber für das 57. Unternehmerfrühstück war diesmal die Schweißtechnische Lehranstalt. Gemeinsam mit der Firma MSS Schweißen Schneiden Umwelttechnik lockte die traditionsreiche Veranstaltung wieder fast 100 Unternehmer und Vertreter der Wirtschaft nach Barleben. Unter den Gästen auch der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Ude und der Hauptgeschäftsführer der IHK Magdeburg Merz. Barlebens Bürgermeister begrüßte die Gäste und er moderierte das umfangreiche Programm. Die Schweißtechnische Lehranstalt, hier Bilder vom anschließenden Rundgang durch die Ausbildungsräume, beschäftigt 30 Mitarbeiter, die sich so ziemlich mit allem befassen, was mit Schweißen und Schneiden zu tun hat. Wobei im Mittelpunkt natürlich Ausbildung, Qualifikation und das dazugehörende Prüfungswesen stehen. Die MSS als mit der Lehranstalt verbundenes Unternehmen ist ein großer Lieferant für schweißtechnische Ausrüstung, angefangen vom Schweißdraht bis zum automatischen Roboter und bietet darüber hinaus ein großes Portfolio an zusätzlichen Dienstleistungen an. Das ist Astrid von Hoff. Mit jahrelanger Erfahrung referierte sie über Fachkräfterekrutierung aus dem Ausland und erklärte einige Neuerungen, die das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ab dem 1. März für Unternehmen bringt. Aber was ist nach wie vor die größte Schwierigkeit? Die Frage kann ich ganz klar mit den Sprachkenntnissen beantworten. Also je besser die Sprache ist, umso erfolgreicher der Anfang in Deutschland. Ein anderer Weg, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist, seine Leute im Unternehmen zu halten. Und dazu stellte Josephine Böttke interessante Möglichkeiten vor, Lohnzahlungen so zu strukturieren, dass weniger Abgaben und mehr Netto entstehen. Und der Bundesfinanzhof ermutigt ausdrücklich, solche Bausteine zu nutzen. Da tut Beratung Not. Dann gehe ich ins Gespräch mit dem Unternehmer, mache diese Rohpotenzialanalyse, wie man es eben gesehen hat bei der Lisa Optima. Wie sieht ein Lohnschein vorher aus? Gehalt, Brutto, Netto. Wie kann ein Lohnschein hinterher aussehen? Das machen wir dann zugeschnitten auf den Unternehmer. Und dann sieht er selber, rentiert sich das für mich? Möchte ich das umsetzen oder möchte es nicht? Und Barleben hat Fördergeld bekommen, um den Technologiepark Ostfalen mit 5G-Mobilfunk auszurüsten. Und die Fachleute machten deutlich, dass 5G eigentlich gar nichts für den privaten Nutzer ist.